Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema Automatikgetriebe Sechsgang bei einem BMW. Alle BMW Sechsgang Automatikgetriebefahrer werden dieses Video sehr interessant finden. Denn das Getriebe muss man warten. Der Kunde hat sich auch gedacht, verstanden, Getriebeöl ist nicht wartungsfrei, dann fahre ich am besten zu ZF. Ist er auch hingefahren, vor ungefähr einem Jahr war er da, bei einer Laufleistung von 160.000 und ZF hat einen Ölwechsel gemacht. Hat er sich nicht dabei gedacht, weil er dachte, einen Ölwechsel heißt ja, dass das gesamte Öl des Getriebes komplett ausgetauscht wird. Das heißt, aber das ist leider nicht so. Ein Ölwechsel heißt nur, das, was in der Ölwanne ist, wird ausgetauscht, der Rest bleibt im Getriebe. Wir haben hier 3 Liter, die restlichen 6,5 bleiben im Getriebe. Das heißt, 6,5 schmutziges Öl bleiben bei einem Getriebeölwechsel weiterhin im Getriebe. Alle ZF-Filialen in Deutschland sind gleich. Das heißt, sie haben bestimmte Richtlinien, an die sie sich halten müssen. Egal wie ZF das nennt, Spülung, Ölwechsel, die machen alle dasselbe. Deswegen muss man verstehen, was hier gemacht wurde, ist auch bei allen Filialen dasselbe. Hier sieht man sein Getriebeöl. So sieht das Getriebeöl aus, was ein Jahr alt ist. Das muss man sich wirklich mal, sehen. So sieht ein originales ZF-Öl aus. Ne? Diese Farbe sollte es normalerweise haben. Warum ist das für uns problematisch? Oder warum ist der Kunde überhaupt hier? Das Getriebe hat eine Woche, zwei gut geschaltet nach dem Ölwechsel und dann fing das wieder von vorn an. Ist ja auch logisch, ich erkläre warum. Ein Getriebe funktioniert über Lamellen. Die Lamellen werden zusammengedrückt und dadurch fährt das Getriebe nach vorne, wie zum Beispiel bei einem Schalter. Diese Beschichtung der Lamellen ist nicht magnetisch. Das ist eine Art Lamellenbeschichtung, die wie eine Art Pappe ist. Und diese Pappe schwimmt im Öl. Deswegen haben wir auch diese Farbe. Wenn ihr einen Ölwechsel durchführt, dann tauscht ihr nur einen Teil des Öls. Das heißt, im restlichen 6,5 Liter schwimmt weiterhin dieser ganze Dreck aus den Lamellen. Warum ist das problematisch? Weil wir hier einen Filter haben, Getriebeölfilter. Und dieser Filter, der wird mit diesem Lamellenabrieb wieder voll werden. Und das ist genau bei ihm passiert. Nach einer Woche war der Filter voll durch das alte schmutzige Öl und das Getriebe konnte nicht mehr die Drücke aufbauen. Die Folge des Ganzen ist einfach, dass das Getriebe immer schlechter und schlechter geschaltet hat. Deswegen ist er hier und wir machen bei dem Getriebe eine Wartung. Eine Wartung ist, wenn eine Spülung nicht mehr ausreicht. Das heißt, eine Spülung muss man machen bei 80.000 oder 5 Jahren. Das schreibt der Getriebehersteller ZF vor. Wenn ihr diese Wartungsintervalle nicht einhaltet, dann verliert das Öl irgendwann seine Eigenschaften. Ihr habt zu hohe Temperaturen wegen der zu hohen Reibung im Getriebe und Dichtungen, so wie diese hier zum Beispiel, die verlieren irgendwann ihre Eigenschaften und werden zu kurz. Das ist auch bei diesem Fahrzeug der Fall. Hier sieht man zum Beispiel, 3 Dichtungen haben wir bereits ausgetauscht, die 3 hier. Das ist noch die allererste Dichtung und ihr seht den Höhenunterschied. Über diese 3 Dichtungen läuft der gesamte Getriebedruck. Das heißt, die Schalterhaine, die Mechatronik, die haben wir jetzt ausgebaut, die sorgt dafür, dass der gesamte Druck des Getriebes über diese Dichtungen halt aktiviert bzw. läuft. Hier sitzen diese Dichtungen. Wenn natürlich das Getriebe den Druck nicht aufbauen kann oder der Druck an den Seiten vorbeiläuft, weil die Dichtungen zu kurz sind, dann braucht das Getriebe einfach zu lange, um den notwendigen Druck aufzubauen und in der Zeit gehen die Lamellen kaputt. Warum gehen die kaputt? Weil wir haben ja schon einen Druck aufgebaut, aber noch nicht den notwendigen. In der Zeit, bis der Druck noch nicht da ist, reiben die Lamellen. Dadurch haben wir natürlich mehr Lamellenabrieb und die Dinger verschleißen, was gar nicht sein müsste. Deswegen machen wir bei diesem Fahrzeug auch eine Wartung, wo wir die Dichtungen austauschen, damit die Drücke wieder vernünftig sind, spülen das Getriebe danach, denn wir wollen ja den ganzen Dreck aus dem Getriebe rauskriegen. Wir brauchen für so eine Spülung bei einer Laufleistung von 180.000 immer so zwischen 20 bis 25 Liter Getriebeöl. Richtig gehört, das ist so viel, weil wir müssen den Dreck aus dem Getriebe rausbekommen. Wir haben im Wandler Dreck, wir haben in der Mechatronik haben wir ganz viele Kanäle, deswegen schalten wir bei der Spülung die Gänge, um sozusagen den Dreck rauszubekommen. Und man sieht jedes Mal beim Gang wechseln, dass jedes Mal eine Öllache, schmutziges Öl herauskommt. Ihr fragt euch, warum spülen viele einfach im Leerlauf? Weil eine Werkstatt arbeitet ökonomisch, das heißt, es muss sich für die rechnen. Deswegen arbeiten auch die meisten Geräte für eine Getriebespülung so, dass es ein Mann bedienen kann, dass die anderen Leute was anderes machen können. Problem ist an der ganzen Geschichte, wenn ihr im Leerlauf spült, dann hilft diese Spülung nicht viel, denn im Wandler haben wir natürlich auch Öl.
und schmutziges Öl vor allem, 2 Liter. Wir haben in der Mechatronik Kanäle, so wie wir gesehen haben. Diese Kanäle haben auch Dreck. Und nur indem man die Gänge mehrmals hintereinander wechselt und spült, dadurch kriegt man den ganzen Dreck halt raus. Muss ja auch was bringen. Dieser Lamellenabrieb, dass man einfach gesehen hat, wie sowas ausschaut, hier kann man das sehr gut sehen. Ich hole mal mein Handy als Lampe. So, hier sieht man zum Beispiel dieses Graue, was wir hier sehen. Das Graue ist dieser Lamellenabrieb, der bleibt einfach hier hängen. Das heißt, das wird noch von uns alles gereinigt, damit das Getriebe halt sauber ist. Und das ist das halt, warum man die Spülung macht und was wir dort halt auch rausbekommen wollen. Ja, wenn ihr Freunde habt oder ihr selber Automatikgetriebe fahrt, sorgt dafür, dass das, was ihr investiert, sollte halt auch Sinn machen. Am besten Originalteile, Originalfilter, Wanne, Öl von ZF, damit man keine Risiken eingeht. Alles mit einem Original-BMW-Tester befüllen, damit man sicher ist, dass der Ölstand auch richtig ist, und macht die Wartung rechtzeitig. Wir können zwar das Automatikgetriebe für euch instand setzen, aber diese hohen Kosten sind nicht notwendig, wenn ihr diese Wartung regelmäßig macht. Alle 80.000 oder 5 Jahre, das ist nicht die Welt. Wenn man überlegt, was ihr für normale Services ausgibt, wie zum Beispiel Motorölwechsel, dann muss man auch gucken, dass das Getriebe halt auch entsprechend gewartet ist. Teilt gerne das Video, damit auch Freunde, Bekannte auch was davon haben, die Automatik fahren und nicht unnötig viel Geld investieren müssen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.